So. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Also da auch nicht. Ein Madonnenbild. Damit habe ich den Altar geholt. Es ist sehr stark, trotz des offensichtlichen Alters. Okay. Wo könnte es denn sein? Ach, Teppich, oh. Das Offensichtliche. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. So. Okay, also braucht man das Teil von oben wieder. So. Kriegen wir das denn da wieder raus? Kann er es einfach wieder nehmen? Oder habe ich schon wieder dabei? Es ist die gleiche wie oben. Okay. Dann setzen wir das mal da rein. Verflucht. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Okay, und dafür muss ich wahrscheinlich hier die Rätsel lösen. Wir speichern aber lieber erstmal. Man weiß ja nie, was passiert. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir in dem Spiel sterben können. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Okay. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Rätsel über Rätsel. So, ja, der hat ja gesagt, dass ein Wort Atem wäre. Also geben wir das einfach mal hier ein. So. So, was ist da? Aha. Okay. Okay, das können wir also nicht formen. Was könnte das sein? Also schwarz kauft man sie. Rot nutzt man sie, grau wirft man sie weg, war es, ne? Guck mal einfach beim nächsten Buch, vielleicht ist das einfacher. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Ja, nichts zum Beispiel.
Oder in dem Falle mit so wenig Buchstaben. Mal gucken, ob es geht. So. Bin ich denn jetzt blöd? Vielleicht auch das Loch. Es funktioniert. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Okay, also sind die anderen auch allesamt falsch. Also das andere, was ich noch gelesen hatte. Okay, man sieht in der Kälte und so, das ist jetzt der Atem. Und das M. So. Okay, zwei sind noch über. Okay, was kann man denn sehen? Nicht sehen, aber hören. Und was spricht nur, wenn man es anspricht? Also Atem war definitiv falsch. Das gehört ja da hinten hin. Gott vielleicht? Nö. Es ist bestimmt wieder viel einfacher. Wir machen aber erstmal das da. So. Was kauft man? Schwarz? Benutzt man Rot und wirft Grau weg? Was haben wir denn da für Anfangsbuchstaben? Kohle zum Beispiel. Ah! Kohle war auch da wieder richtig. Was heißt da wieder? Naja, gut, lass mal das. Jetzt brauchen wir nur noch das eine hier. Vielleicht. Ach. Warte mal.
Ich lese es mir nochmal kurz durch. Oder gucken wir das Bild mal an. Leute, die miteinander reden. Es hat 4 Buchstaben. Ach, oh Gott, ich bin so blöd. So, das Echo natürlich. So. Geht doch. Das Grab von Marcus Gordon persönlich. Ui. Dann schauen wir mal. Marcus, der erste Gordon. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den 5. Okay. Was haben wir noch? Ein Buch. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab 4 Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den 5. Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden.
So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die 5 Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Okay, also, die 5 Schlüssel soll man jetzt suchen. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder rauskommen. Was steht denn da? Möge Weisheit dir den Weg weisen, die Heiligen 4, im Jahre des Herrn 1243. Okay. Ja. Ich sehe nichts von Interesse. Wo ist sie hin? Verdächtige Stelle. Ups. Sind wir jetzt tot? Tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Eine Art Mechanismus. Definitiv. Mit 3 Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Okay. Dann probieren wir einfach mal rum. So. Okay. Okay. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Durch. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Das hätte ich natürlich vorher wissen sollen. Thank you.
Ach, elendiges Rumprobieren. Ach Gott. Ach Gott. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas übersehe. Aber ich probiere das jetzt nochmal eiskalt durch. Für den Fall, dass ich irgendwelche Möglichkeiten übersehen habe. Absichern ist immer gut. So. Ach nee. So. So viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht mehr. Habe ich die vielleicht übersehen? Nee. So. Kann doch nicht mehr sein, oder? So. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Da ein vielleicht. Verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Ventil. Och nein. Das konnte gar nicht funktionieren. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie es stehen muss. So. Ausgezeichnet. Ah. Mit Licht geht alles leichter. Ja, wesentlich. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Okay. Die meisten sind noch heil. Sehr gut. Die Kamera ist kaputt. Naja, was soll's. Wir speichern das mal. So. Da haben wir ein Seil. Und jetzt?
Ja, gut, dass wir gespeichert haben. Sehr gut, dass wir gespeichert haben. Oh Mann. Ja, da wäre dann wohl unser Grab. Samuel Gordon. Ja, so. Spielladen. Also hätte ich jetzt nicht gespeichert, wäre das richtig nervig geworden. So. Was haben wir da? Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Ja. Was ist denn da für ein Knopf? Ich glaube, den sollten wir mal drücken, um den Strom auszumachen. Dann können wir das Kabel auch durchschneiden, oder? Gut. Ein Stromkabel. So. Ein Stromkabel. Ja. Schneiden wir mal durch. Ach, so. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Sehr gut. Dann können wir den Strom jetzt wieder anmachen. So, wir speichern nochmal. Nur zur Sicherheit. Okay. Abgeschlossen. Ach so, So? Schlüssel liegt hier wahrscheinlich nicht rum, ne? Ne, wohl kaum. Vielleicht. Ne, also ich sehe hier nichts mehr. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Also braucht man hier drin schon mal nicht mehr nach dem Schlüssel zu suchen. Okay, der Trick aus dem Turm scheint auch nicht zu funktionieren. Ja. Nee, hilft mir nicht. Das dürfte mir wohl auch kaum helfen. Sie enthält einige Münzen. Ob eine Münze da hilft, ist die andere Frage. Was könnte ich denn da machen? Hm.